No matter what becomes of the world, the light will always be with us. Skype here. Willkommen zurück zu einem neuen Video der Firma Peace Size Germany. Wir sind mal wieder zurück mit einem Variant. Da haben wir die Folie abgezogen. Ich denke mal, da wird man schon was gesehen haben, oder Jo? Ja. Hat man schon gesehen. Und jetzt haben wir den gewaschen. Da werden auch Bilder drin gewesen sein. Ist wahrscheinlich nicht so mega spannend. Da kommt jetzt wieder neue Folie drauf. Wir haben jetzt schon eine breite Kotflügel von der Firma SAS Tech verbaut. Einfach darum, dass wir tiefer fahren können. Natürlich mit TÜV-Eintragung. Kommt jetzt eine neue Folie drauf und dann gibt es einfach ein bisschen Action. Und ja, wie gesagt, wir machen jetzt mit dem Projekt weiter, weil es einfach für uns am einfachsten ist, das jetzt zu planen, weil jetzt Weihnachtszeit, da nehmen wir uns jetzt die Zeit dafür. Und dann im nächsten Jahr geht es dann wieder weiter mit Kundenprojekten, dass man einfach mal wieder den aktuellen Stand hat, wie im letzten Video erwähnt. Und genau, dann geht's weiter. Ciao, ciao. So, also, wir sind wieder zurück. Auto wird jetzt noch abgetrocknet und dann packen wir den auf, da wir von den Kotflügel dran bauen, leider kein Video haben, können wir jetzt da nicht versorgen, aber ja, jetzt kommen dann ein paar Folieraufnahmen und ein kleines Design kommt wieder drauf und dann ist es überraschend. Ja, meine Haare sind ein bisschen kürzer geworden, wir waren gerade schnell beim Friseur, also Jayhan, der mit dem TT. Vielleicht kennt ihn ja jemand. Kann man ja ich genau richtig. Und jetzt gehe ich einfach mal um das Auto rum, mache das Auto mal trocken, reinige alle wichtigen Stellen, erstmal Grund vor. Und danach wird das Auto nochmal komplett entfettet, mit speziellem Reiniger auch, um einfach eine komplette Haftbarkeit vom Folienkleber auch zu gewährleisten. Und das machen wir generell bei jedem Auto, einfach weil die Basisreinigung ist ziemlich wichtig für einfach eine am Ende perfekte Folierung.